Ja, hallo und herzlich willkommen bei Elektrologisch, deinem Kanal rund um die Elektromobilität. Heute filmen wir einen Roadtrip. Wir fahren nach Arbon an den Bodensee und du kannst uns auf der Reise begleiten. Wir zeigen dir, wie wir die Fahrt geplant haben, wie der Verbrauch ist und wie das Ganze abläuft. Viel Spaß beim Video, vergiss nicht unseren Kanal zu abonnieren und jetzt geht die Reise los. Ja, die Reise haben wir dieses Mal mit A Better Route Planner geplant. Wir haben uns im Web, im Browser eingeloggt mit unserem Account, den wir auf dem Mobile Phone ebenfalls haben. Haben die Reise geplant dort, Ziele, Zwischenziele eingetragen. Der aktuelle State of Charge wurde dort über das Tronity Interface gelesen. Das funktioniert in der Regel gut. Ihr seht, oben rechts die 73%, das ist Real-Time State of Charge und unten ist der erwartete State of Charge an unserem ersten Ziel, das ist die Destination in Arbon. Wir werden schauen, ob dieser State of Charge dann stimmt, ungefähr, und auch die Reisedauer wird unten angezeigt. Kalkulation von den Trips, das funktioniert in der Regel einwandfrei, sobald natürlich nicht irgendein Stau dazwischen kommt, der ungeplant ist, geht das eigentlich soweit ohne Probleme. Auch die State of Charge Berechnung, die funktioniert in der Regel gut. Wichtig hier zu sagen, wir haben A Better Route Planner in der Premium Variante. Das bedeutet, dass der Echtzeitverkehr sowie die Temperatur mit einberechnet wird. Und wir folgedessen auch Stauprognosen drin haben und eben Temperaturen und natürlich auch die ganzen Gefälle und Steigungen, die wir da in der Kalkulation dabei haben. Hier seht ihr schon farbig, scheinbar eine Fehlinformation, hat das Gefühl gehabt, dass es hier staut oder langsamer geht. Was wir jetzt dann auch bald sehen ist, wir navigieren ja wie gesagt mit A Better Route Planner, also mit dem Mobile Phone, und das verliert irgendwann mal das GPS-Signal und diese Berechnung respektive der Pfeil, der aktuell auf der Fahrbahn ist, es kann dann sein, dass der irgendwo ist. Wir werden jetzt mal ein Stück fahren, werden noch ein paar Fahrwerte und Eindrücke filmen und dann geht es gleich weiter. Wir fahren mit Travel Assist, wie wir das eigentlich immer machen, und zwar auf kürzeren oder längeren Strecken auf der Autobahn und außerorts, und da seht ihr die Spurerkennung, das funktioniert zuverlässig. Er erkennt, welche Linien links und rechts sind, haben wir auch schon mal ein Video gedreht. Er erkennt die Schilder, auch wenn sie nur temporär sind, auf der Baustelle oder Änderung der Geschwindigkeit. Es wird alles über die Fahrzeugkamera erfasst und angepasst, und die Geschwindigkeit, die wird entsprechend hoch oder runter geregelt. Ja, da sieht man jetzt das Problem mit dem Handy, das kein GPS-Empfang hat. Die Position wird Offroad angezeigt und auch die Kalkulation vom State of Charge am Ziel fällt aus, weil er aktuell nicht mehr weiß, wo wir sind, findet keine Spur dazu. Und das kann zum Problem werden, wenn es Abzweigungen in einem Tunnel gibt. Ihr seht am Anfang, oder ihr habt gesehen, anfangs rollt er einfach weiter und irgendwann, aus unerklärlichen Gründen, kommt er von der Spur ab. Gibt ja keinen Grund, wieso wir plötzlich in der Wiese fahren. Und das sind halt einfach Einschränkungen, die man hat, wenn man mit den Mobile Apps hier navigiert. Da habt ihr noch kurz gesehen, die Geschwindigkeit hier vorne 80 Stundenkilometer. Das Fahrzeug regelt runter. Und genau beim Schild landen wir mit diesen 80 Stundenkilometer, das von der Tafel erkannt wurde. Ja, hier noch eine Einblendung von der Spurführung. Ihr seht da, gibt es bald Verzweigungen in 3 Kilometern. Und da zeigt der Route Planner, respektive das Map, an, dass wir uns auf der mittleren Spur bewegen sollen. Und das ist ganz praktisch in Situationen, wo man nicht ganz sicher ist, welche Spur man nehmen muss, wenn es Abzweigungen oder Verzweigungen gibt. Und ich denke, das kennt ihr auch aus anderen Apps. Die Map-Ansicht hier ist übrigens CarPlay, wie ihr seht, von Apple.
drahtlos aktuell. Und die Kartendarstellung respektive die Features, die da drin sind oder die anzeigbar sind, das wird vom CarPlay begrenzt oder gesteuert, dass die Apps da nicht Sachen machen können, die sie nicht sollen. Und ihr werdet das auch sehen, wenn ihr verschiedene Videos anschaut. Wir haben das ja auch schon verglichen. Beispielsweise Pump, die Routenführung, sieht über CarPlay ziemlich ähnlich aus wie AirWeather Route Planner, was wir da aktuell haben. Da geben sich die Apps nicht viel. Was dort eigentlich der Hauptunterschied ist, ist Pump. Die Pump App ist nur für iOS erhältlich. Und die Pump App könnt ihr zwar auf dem Mac, wenn ihr einen Apple Prozessor habt, auch öffnen und bedienen und so Routen vorplanen. Aber bei der Route Planner hat jetzt als Feature-Unterschied eigentlich ein Webinterface dazu, das ihr in jedem Browser öffnen könnt. Ihr könnt euch dort die Route planen und auch entsprechend das dann ans Handy übertragen. Vom Umfang her selbst ist es so, dass Pump selbst relativ einfach gehalten ist, bewusst. So ein bisschen den Apple-Stil halt hat, dass der User nicht mit Funktionen überschüttet wird. Bei About Route Planner sieht die ganze Sache schon ganz anders aus. Dort könnt ihr eigentlich bis ins letzte Detail alles konfigurieren, von Zusatzgewicht über Anhänger, Last, die ihr habt, die ganze Konfiguration von den Ladestationen, mit wie viel State of Charge ihr ankommen wollt, am Ziel oder an einem Lader. Dort könnt ihr auch festlegen, wie das ist mit den Betreibern, könnt sie favorisieren. Bei der Route Planner bietet die Möglichkeit, einzelne Ladestationen auszublenden. Das wird bei Pump noch umgesetzt, haben sie zumindest letztes Mal gesagt, dass das in der Planung ist. Und von dem her, ja, ist das so ein bisschen der Hauptunterschied. Pump eher einfach gehalten, funktioniert aber tipptopp. Und bei der Route Planner unzählige Konfigurationsmöglichkeiten. Ja, hier ein gutes Beispiel der Verkehrsmeldungen. Ihr seht, die Spur ist aktuell hochrot. Kann ich da vorne bestätigen. Es ist stauender Verkehr da beim Gubristunnel. Eines der neuralgischen Punkte hier in der Schweiz oder einer der neuralgischen Punkte in der Schweiz, wo es immer wieder mal Stau gibt. Diese Meldungen kommen bei der Routenplanung rein und werden auch berücksichtigt, was die Zeitkalkulation anbelangt. Oben rechts seht ihr, aktuell ist die Verbindung zu Tronity nicht möglich. Das gibt es immer mal wieder auf der Route unterwegs. Ich weiß nicht, was da genau der Grund ist, ob das ein Problem vom About the Route Planner ist oder von der Tronity-Schnittstelle. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil in den meisten Fällen eigentlich immer kommt es immer wieder auf grün. Immer, jetzt habe ich es und dann ist es kein Problem mit der Kalkulation. Zack, ein paar Minuten später, Tronity-Schnittstelle liefert wieder Daten oder bei der Route Planner ruft sie ab und weiß es nicht. Die Spur, in der ist wieder verloren, Ende des Tunnels verliert er das, der Stau wird richtig angezeigt und soweit alles grün. Ja, ein cooles Feature von Travel Assist ist, ihr seht, hat die Spur aktuell. Wir wechseln die Spur da, weil es ein bisschen schneller geht auf der linken Seite. Wir können blinken, das Lenkrad ganz leicht nach links ziehen jetzt in diesem Fall. Der Travel Assist deaktiviert sich, während wir in der Mitte sind, aktiviert sich wieder, wenn wir in der Zielspur sind. Das geräuschlos, es gibt kein Bing, es gibt kein Bong. Man kann es nicht aktivieren, deaktivieren, das Geräusch. Das Ganze erfolgt geräuschlos. Dort würde ich mir manchmal wünschen, wenn der Travel Assist sich deaktiviert, in Situationen, wo die Kurve zu eng ist oder beispielsweise, wo er es einfach verliert, dass er dort kurz mit dem ID-Light das signalisieren würde, mit einem Blinken. Einstellbar natürlich, das wäre eine nette Funktion. Aber sonst wirklich sehr gut. Wir haben die progressive Lenkung, die härter wird, wenn die Geschwindigkeit höher ist und weicher wird, wenn die Geschwindigkeit langsam ist, beim Rangieren zum Beispiel oder in der Stadt. Sie wird butterweich und hier auf der Autobahn
ist die Lenkbewegung stabilisiert und das ist eine coole Sache. Und eben in Verbindung mit dem Travel Assist tonlos kann man das ganz leicht ziehen, die Spur wechseln, das Ganze aktiviert und deaktiviert sich wieder automatisch. Das ist eine super Funktion, die einwandfrei funktioniert. Hier noch eine nette Funktion. Wir waren ganz kurz in der Raststätte etwas trinken, haben bei Ionity angesteckt und der State of Charge ist gewachsen. Bei der Navigation hier oder bei der Berechnung dauert das ein paar Minuten und dann weiß er vom neuen State of Charge und rechnet auch den Ziel State of Charge entsprechend nach. Ja, hier zum Vergleich, das ist die Navigation mit Google Maps. Man sieht, die Zeitangabe ist grün, das heißt kein Stau. Und auch das Hinweisschild oben links, das grüne, das sieht ähnlich aus wie bei der Route Planner. Hier von der Ansicht her, wie gesagt, CarPlay, der den Rahmen davor gibt, was die Apps anzeigen können. Und auch die Features sind eigentlich bei den meisten Navigations-Apps über CarPlay gleich, weil Apple da einfach nicht mehr liefert. Ja, die Spuransicht da, ein kleiner Hint. Mit einem Swipe auf View da unten kann man das ein- und ausblenden. Ihr seht, im Moment erkennt er zwei Spuren. Jetzt gehen wir mal eine Spur weiter nach rechts und schauen mal, wie sich das Bild da verändert. Ihr seht, er führt es nach, es sind drei Spuren. Ist kein volles Spur-Discovery, also er schaut die Spuren nicht proaktiv an. Aber wenn er die Spuren wechselt oder wenn man die Spuren wechselt, dann führt er das entsprechend nach in der Map. Auch hier der Streifen, der wird noch als Spur erkannt und demnächst wird das verschwinden. Ja, hier noch, wie wir gesagt haben, der Verbrauch. 18,8 im Moment, 1 Stunde 46. Das ist nicht nur diese Autobahnfahrt, die wir da haben, sondern da sind noch andere Fahrten von heute drauf, weil das Fahrzeug da nur kurz gestanden ist, wird es mit einberechnet, wenn man es nicht auf Null setzt. Der Verbrauch selber einwandfrei. Ja, wir sind schon fast da, ganz in der Nähe. Wir sehen der Front den Bodensee, ganz viele Schiffe drauf. Und mal ein bisschen Panoramafilm. Ja, wir sind schon wieder auf dem Rückweg von Arbon, hier an unserer Lieblingsladestation, den Ionity in Kemptal. Ich filme euch kurz, wie das aussieht da. Wir laden wieder mit Bonnet, wie immer, und wir sehen uns gleich. Ja, das war unser Ausflug nach Arbon. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Die Fotos habe ich hier eingeblendet. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und folgt uns auf den sozialen Medien. Bis zum nächsten Video.